Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Rowdown Daily Shop News. Mein lieber Scholli, mir stehen gerade die Schweißperlen auf der Stirn. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Unsere erste Gilde hatte eben gerade ein sensationelles Match beendet. Wow! Mit ein paar hundert Punkten Unterschied. Aber das Ding in den letzten Minuten nochmal rumgedreht und gewonnen. Alter, Vater, ich liebe dieses Spiel dafür. Sorry für diesen kurzen Einwurf. Also, wir gehen jetzt hier. Boah, alter Vater, ich muss gleich. Also. Wir gehen in den heutigen Item-Shop rein und dann haben wir hier Mamas Almuscher Geheimschatulle, den Mythic Stan. I love this game for these matches. I love it, I love it, I love it, I love it. Dieses Spiel ist also wegen sowas mega, mega OP geil. Kult! So, dann haben wir die VIP-Tire-Box. Die VIP Cruise, Daughtry, Chateau, Linda Belcher, 300 Dollar Haircut, Sackzentmünzen, Steve Smith und diese ganzen Kombos hier. Wenn es euch interessiert, unten in der Beschreibung, da nach unten gucken, da haben wir einen Link zur VIP Tire Box zum Video. Da wird alles ganz genau erklärt und da könnt ihr mal einfach reinschauen. So, hier haben wir das Mythic Roger Pack mit Eggnog, Roger, Daughtry, Chateau, Sackzentmünzen, Philip J. Fry, Mushu, Meister Robert. Oh. Philip J. Fry, mega geil. Daughtry, Chateau, Sackzentmünzen. Sackzentmünzen finde ich jetzt nicht ganz so gut, aber Daughtry, Chateau ist dafür ganz gut. Eggnog, Roger ist sowieso geil. So, Purity Killer Box. Die ist neu und da lässt man schon so ein bisschen, lässt sich erahnen, was das nächste BGE sein könnte. Das wird dann vermutlich hier, ja, Arndt sein. Ne? Und dann haben wir hier den Assassin Bender aktuell. Das ist mega cool. Assassin Bender. Schauen wir doch einfach mal hier rein. Ding, wenn man den vielleicht noch fused hat. 13. Wow. Assassin Bender, ich liebe es. 17,50. Holy shit. So. Purity Dads. Dann haben wir hier Katana Trishak Takana, Cat with Gun, Eugene Belcher und der Bender. Dann haben wir Shark Killer, Army Quagmire. Lass mal hier reinschauen in den Shark Killer. Wie weit kriegen wir den denn hoch? So, da haben wir 1441. Sechsfach motivieren, vierfach alle lähmen und elffach Blutsauger. Wie sieht es mit dem Army Quagmire aus? Wie hoch kriegen wir den? Wäre auf jeden Fall auch mal ganz interessant zu wissen. Einmal noch 1342. Also die Epics sind momentan echt auch, also die Super Epics sind schon ziemlich crazy, ne? So, je nachdem, wie halt der BGE aufgebaut ist, kann das schon sehr interessant werden. So, dann haben wir jetzt hier als nächstes, gehen wir in die Combo Masteries rein und da haben wir den Nierenkiller oder Kidney Killer. Kidney Killer. Und Kidney Killer ist das da. Ja, Mann. Das ist der Kidney Killer. Also eine Haley. Und dann haben wir hier mit der Powtucket Patriot Ale zum Beispiel. Absinth. Malteser Likör Party in the Beer Tank. Und der Kidney Killer raus auf der rechten Seite. Und da haben wir hier einmal Cheers und dann haben wir Gas. Und das ist. Oh, recht. Und, na, was heißt recht ordentlich? Sorry, ich bin gerade immer noch gehypt von dem, von diesem unfassbaren Rumble-Match. Ja, das Gas ist natürlich gut. Und der Rest ist, naja, nicht so wirklich toll, ne? Also 500 Gems würde ich für das Ding nicht ausgeben. Auf keinen Fall. Definitiv nicht. So, dann haben wir hier die Equestronauten. Und auch die schauen wir uns jetzt mal an, die Equestronauten. Das ist das hier, eine Tina zum Beispiel mit, ja, eine Tina mit einem Wireless-Audio-Transmitter. Das Ding können wir jetzt auch mal maxen. Dann können wir mal gucken, erstmal in der legendären Version, was dabei rauskommt. Das ist hier mit Revanche und mit alle Lähmen. Und
unten haben wir noch die Mythic Tina. Ja, Wireless Audio Transmitter. Der Punkt bei der Sache ist der, es gibt eben dann tatsächlich Clashes, wo dieser Wireless Audio Transmitter auch eine Rolle spielt und auch eben die Equestronauten. Also für die Leute, die auf die Clashes aus sind und die zu viele Gems zur Verfügung haben, eventuell eine Mythic Tina, weiß ich nicht, und den Wireless Audio Transmitter, da könnte es eventuell, also für die Clashes könnte es sich eventuell lohnen, das weiß ich nicht, das müsst ihr wissen. Also ich mache das nicht, auf keinen Fall, weil ich mag weder den Wireless Audio Transmitter, noch pushe ich mein Deck jetzt hier mit Barem für Clashes, das mache ich nicht. Aber ja, es gibt ja genügend Leute, die das tun würden. So, dann haben wir hier den Sensor Stan. Und der Sensor Stan ist das hier. Nein, das ist er nicht. Das ist nicht der Sensor Stan. Das ist er nicht. Oh, nein, 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 nein. So, dann haben wir hier einen Stan und dann haben wir den Zed Clown und Holographic Washington und Zeb Brannigan Portrait und Christabel's Painting und Peter's Drawing und Mr. Twilly und Ghost Boy und Miguel. Und auf der rechten Seite kommt dann raus Entführen, also Hijack, und dann haben wir hier Cheers und dann haben wir eine Bombe. Das sind eigentlich ganz gute Sachen am Start. Ne? Und wenn du hier den Mythic Stan hast, dann ist das gar nicht mal so schlecht. Ne? Also die Bombe, Cheers und Hijack ist definitiv, guck mal hier, 18, 19, 12, das lohnt sich eigentlich schon. Muss ich sagen. Also wer einen Mythic Stan hat, für Kunstkarten, also für Kunstkombos, hier, das Ding ist echt, das würde sich lohnen, da mal einen Tausender reinzupayen, also reinzustecken. Auf jeden Fall. So, und dann haben wir last but, ja, kann man eigentlich schon fast sagen, last but least, das Derby Wife. Und Derby Wife ist das hier. Gucken wir mal da rein. Derby Wife. Das ist ein Philip J. Fry. Mit einer Blurns Ball. Ja, und da kommt das hier raus. Das ist nämlich nicht so toll. Wie man sieht, das ist gar nicht so toll. Nee, überhaupt nicht so toll. Also wenn ich mir überlege, was es für krasse Kombos mit dem Philip J. Fry gibt. Ne? Also gerade jetzt momentan bei Drunk, alter Vater. Also ich kann euch sagen, was der Philip J. Fry mich persönlich teilweise an Nerven gekostet hat. Another lousy millennium. Holy shit. Und wenn dann Leute hingehen und ballern ihr ganzes Deck voll mit Philip J. Fries und dann eben mit den Drunken Karten für Another lousy millennium, dann machst du nichts mehr. Da machst du gar nichts. Nichts. Rein überhaupt nichts. Der ballert dich weg, wo es nur geht. Also für mich momentan die schlimmste Combo, die derzeit am Start ist. Another Lousy Millennium. Philip J. Fry. Und dann kommt hier sowas, Derby Wife, das ist der letzte Käse. Dafür muss man tatsächlich keine Steine ausgeben. Ja, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit mir, dem Mangalischer. Macht's gut, bis dann.